Willkommen zurück zu Dungeon Siege, liebe Freunde. Und zwar befinden wir uns immer noch auf den letzten Metern des Spiels. Und werden direkt... Meine Herren, was geht denn hier ab? Ob das jetzt so eine gute Idee war, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Fernkampf Stufe 1? Nö. Da kommt auch noch was aus dem Weg. Lass das Vieh rauskommen, wenn es will. Ja, versuch doch durch die Wand zu schießen. Komm her, komm her, komm her, komm. Wenn du dich mit mir anlegen willst, komm her, auf. Hier, gib gleich Backenfutter. Wie gesagt, wird nur eine kurze Aufnahme heute, weil, ja, die Zeit ist nicht unbedingt mein Freund geworden in den letzten Tagen. Und deshalb, haut die mal bitte zuerst kaputt. Rostrüstung. Gut, nehmen wir mal mit. Und den letzten Mukusa noch. Oh man. Nochmal Quicksave. So. Oha. Sieht nicht so nett aus. Ja, also zum einen drängt die Zeit und zum anderen ist natürlich das Problem, dass der Kram ja noch hochgeladen werden muss. Und das ist alles nicht so einfach. Dadurch, dass die Internetleitung nicht so schnell ist. Und dann brauche ich für einen halben Stundenpart schon echt mal 90 Minuten, bis das Ding oben ist. Ja. Und da langt die Zeit heute leider nicht. Deswegen unter anderem ein Grund, warum ich... Was bist du denn? Ein Lavateufel. Aha. Sturmaxt. Dann nehmen wir mal mit. Können wir uns dann noch angucken. Ein Grund, warum eben der Part heute nicht so lange geht. Hier sind überall noch die Abgründe nebendran und immer noch diese komischen Teufelchen, die uns schon im ersten Dungeon begegnet sind. In den Grüften des Heiligen Blutes war das, glaube ich. Da sind uns auch schon diese komischen Fratzen begegnet. Und da ist irgendwas drin, das wir wohl befreien können. Okay. Nochmal safen. Wäre langweilig, wenn nicht. Also, Sekt Magier und Sekt... Hallöchen. Wieder ein paar Gespenster. Schön. Ich habe euch ja so vermisst. Und die stehen mit einem halben Bein im Abgrund. Ist ja auch immer toll. Zumindest geht alles auf unsere Nahkämpfer. Ist soweit ganz gut, weil die einfach echt am meisten aushalten. Gewand und Bronzehelm. Den Bronzehelm können wir uns gleich noch angucken. So, kommt mal hier hoch. Mana-Trank. Den Bronzehelm. Du Zwerg, du. Ein Fernkampffähigkeitspunkt hinzu ist jetzt nicht so wichtig, aber es sind 31 Lebenspunkte. 35 kannst... Dann kommt der weg. Du hast einen besseren. Du hast auch 35er. Das Gewand kommt weg. Rachsüchtige Sturmaxt des Fuchses. Ist auch nicht schlecht, nur schade, dass die Zweihand ist. Die Waffe, die ist zweihändig. Stark 50. Wäre schön, wenn wir das noch erreicht hätten. Upsala. Stärke 44, das normale Sek-Schwert, das könnte noch was werden. Aber das Sek-Elite-Schwert, das kriegen wir bei weitem echt nicht mehr hin. Den großen Normannschild des Fuchses nehmen wir nochmal vorläufig mit. Gut, ansonsten sind die Herren hier auch relativ gut gerüstet. Das kann... Nein, ach, du sollst es dem doch nicht geben, du sollst das wegwerfen, Mann. Meine Herren. Was geerdeter Stahl, Nahkampfschaden 10% gesenkt. Ganz ehrlich, wer benutzt denn sowas? Merik noch irgendwas?
Ja, das braucht auch keiner. Das Ding ist in etwa, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Müssten wir dann mal schauen. Den Bogen, den können wir direkt wegwerfen. Das Gewand auch. Den klingenbewehrten Stab, den werfen wir jetzt auch mal weg. Uns wird wahrscheinlich sowieso kein Händler mehr begegnen. Ach, da geht's hier rein. Wusste ich ja gar nicht, da geht's ja echt rein. Cool. Schauen wir uns das doch mal nochmal an. Hätte ich fast echt übersehen hier, dass da Türen in der Wand sind. Oh. Kann ich das wieder zumachen? Würde ich gerne. Naja. Wenn wir schon mal hier sind. Überall Käfige und so weiter. Irgendwo ist hier um die Ecke so ein scheiß Gespenst. Ja, ich wollte gerade sagen, greift das wieder mal. Merrick. Da sind ganz und Hallöchen, Freunde. Wird das auch nochmal was, oder? Also irgendwie frage ich mich manchmal, was die KI hier so treibt. Verkohlte? Greif das doch einfach mal an. Schön, dass ich vor allem hier oben erst reingucken kann, wenn die Türen so offen sind. Das ist auch nicht so toll. Und was für eine Reichweite haben die denn da drüben, bitte? Ist ja auch unglaublich. Stufe 49 im Nahkampf für Gion. Oh, du hast von Natur von selbst geheilt. Das ist gut. So. Können wir den runterlassen? Ist ja eh nichts drin. Und da drüben sind auch noch verkohlte Leichen drin. Nö, da brauchen wir die auch nicht. Wir auch gleich wieder rausgehen. Ich weiß gar nicht, sollten wir dann drüben überhaupt reingehen? Ich weiß es echt nicht. Was haben wir denn? Uah, was bist du denn? Ein Kell. Interessant. Du warst einer. Interessant. Glöhn hat Stufe 48 im Nahkampf erreicht. Was gibt's in der Truhe? Gold, langer verstärkter Bogen, benutzt eh keiner von uns. Wir sind ja auf eine Armbrust umgestiegen. Kann man nicht eventuell hier hinten noch lang gehen? So, sind alle da? Ja, gut. Ist ja zum Glück auch überhaupt nicht dunkel. Also ihr seid die Einzigen, ihr seid nicht die Einzigen, die hier nichts sehen. Geht mir nicht anders. Einen Picker beschwören. Ja, ja, träum weiter. So. Freunde der Sonne. Ulfgrim hat gerade an Stärke gewonnen. Sehr schön. Der Rest möge sich bitte auch mal bewegen. Und mal kurz hochheilen. Ich weiß zwar nicht, wer hier den unglaublichen Schaden verursacht. Aber der geht uns auf unsere Fernkämpfer und das mag ich gar nicht. Dann wird eben der Kollege das zuerst platt gemacht. Die Gespenster sind ja jetzt nicht so gravierend. Oh Mann, hier ist aber echt die Hölle los. Oh, die Grenzen sind offen, würde ich sagen. Puh. Da geht's wohl auch noch irgendwo lang. So, cool. Direkt die Tür mit, direkt die Truhe mit aufgemacht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht mehr das Bedürfnis reinzugehen. Gesundheitstrank nehmen wir noch mit. Lichtstrahl, ja. Das da. Die Vollpanzerhandschuhe. Und das Gold. Schön, dass das alles Ulora alleine macht. Wir gehen währenddessen einfach mal hier runter. Wir müssen hier noch ein bisschen was. Da sind noch ein paar Verkohlte.
Dornenträger beschwören. Ja, wenn die Viecher eingesperrt sind, ist das zum Glück alles nicht so gravierend. Wir müssen nur gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Das ist nämlich momentan mein Hauptproblem. Ich habe mich nämlich ein wenig verlaufen. Da war doch hier oben. Was bist du denn? Dich müssen wir runterlassen. Du siehst wie ein Nahkämpfer oder sowas aus. Versucht, versucht, versucht. Und Swanny hat's nicht gesagt, hat er nicht. Nee, Swanny ist ein ganz braver, ja? Alte Rotaugen, böse Augen. Wollen Kopf von Swanny mit Zauber knacken. Aber jetzt ist da nur noch Stroh, oder? Wollten wissen, wo der Saal der Sterne ist. Die Teufel, die Sex. Aber Swanny hat nichts gesagt. Der ist geheim. Da hebt der König seine magischen Sachen auf. Fast wäre Swanny drauf reingefallen. Nie sag ich das. Niemals. Verfluchte Sektverräter. Kurz und knapp, wir müssen ihn wohl, glaube ich, platt machen. Ei. Gut, 3000 Leben sind jetzt nicht die Welt. So, Aiden Cursland hat Stufe 50 im Nahkampf erreicht. So, Swannys Keule nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, was sie bringt. Brigandine-Handschuh. Schauen wir mal kurz durch. Wir haben ein paar Sachen mitgenommen. Ein Stärkepunkt hinzu. Nimmst du? Denn dann kannst du endlich das Sick-Schwert benutzen. Das kann weg. Das kann Merik nehmen. Was haben wir denn hier? Wir hatten da noch das Dingens. Da war doch noch irgendwas, was wir mitgenommen haben. Die Keule. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich benötigt wird. So, du kannst das Teil benutzen. Ah, kannst du nicht. Okay, kannst du nicht. Haben wir noch irgendwo einen Punkt auf Stärke? Fernkampffähigkeit hinzu. Nö, brauchst du eigentlich jetzt nicht zwangsläufig. Fernkampf, Fernkampf, Geschicklichkeit, Mana-Punkte. Wer hatte den Fernkampf? Du, Ulora, das kriegst du. So, was haben wir denn hier? Optimistisches Stählen, strahlendes Gewand des Einflusses. Ein Nahkampffähigkeitspunkt. Naja. Also ist jetzt nicht wirklich so dolle. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Rüstung, jo, passt. Intelligenzpunkt, Rüstungspunkte, 35 Mana-Punkte. 29 Mana-Punkte du hast. Mana, Kampfzauber, Kampfzauber, Kampfzauber. Gut, kannst du mit Mana auch nichts anfangen. Ulora ist auch voll. Ulfgrim, du hast sowieso nichts an. Dann nimmst du das mal. Schade. Echt schade, dass wir das Sektschwert noch nicht benutzen können. Wäre mir ein Anliegen gewesen. Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, wo der Saal der Sterne ist. Also, da irgendwo, ja, aber, wie kommen wir da runter? Oh, eiserne Jungfrauen. Also ich glaube zumindest, dass man diese Teile hier eiserne Jungfrauen nannte. Ist ein nettes Foltergerät. Und zwar kommt da einer rein, Tür zu, überall Nägel und tut viel Aua. Macht so gesehen den Leuten, die da drin sind, keinen Spaß. Ist aber ein sehr effektives Foltermittel, ja, in der Mittelalter gewesen. Da steht noch ein Bogenschütze und da steht noch mehr.
So, dann machen wir den mal platt, wisst ihr was? Erstmal außer Reichweite. Und ich würde sagen, ich mache hier einfach einen Cut, damit die Folge nicht zu lang wird. Wie gesagt, das Hochladen dauert leider. Und wir sehen uns dann hier einfach bei der nächsten Aufnahme wieder. Und dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüssi.